bedingungsloses Grundeinkommen. Ja, was verstehe ich darunter? Wahrscheinlich das, was man braucht, um überleben zu können und was täglich nötig ist. Also unter dem Grundeinkommen verstehe ich, dass die Sozialhilfe abgeschafft wird und dass jeder Bürger dafür dann einen gewissen Satz vom Staat bekommt, also 1000 Euro oder was auch immer. Unabhängig davon, was man eben für eine Ausbildung hat, was man für Eltern hat, was für Herkunft, wie auch immer. Also jeder Bürger würde dann eben dieses bedingungslose Grundeinkommen kriegen. Wenn ich 1000 Euro im Monat bekommen würde, würde ich, glaube ich, nicht bei meinen Eltern wohnen bleiben. Ich hätte einfach etwas mehr Ruhe und nicht mehr die Angst um meinen Job, dass man vielleicht irgendwie irgendwann nicht mehr zurechtkommt. Einfach würde ich mich frei fühlen und wirklich, ich glaube, dass ich auch mein Hobby zum Beruf bringe und dass ich damit viel, viel mehr Geld verdienen werde. Das bin ich ganz sicher. Ich würde erstmal weiter zur Ausbildung gehen, meine Ausbildung fertig machen, nur dann hinterher vielleicht eher versuchen, ein eigenes Unternehmen zu gründen, weil wenn es nicht klappt, habe ich immer noch die Absicherung und von 1000 Euro im Monat. Also ich würde jetzt mein Leben nicht unbedingt ändern mit den 1000 Euro. Ich würde das als Geschenk ansehen. Und ja, für mich wäre das gut, aber es gibt bestimmt Menschen, die das dringend brauchen, ne? Die das für die 1000 Euro auch ganz, ganz viel Geld ist. Also sinnvoll, also ich bin Befürworter auf jeden Fall, also ich fände es gut, aber ob es umsetzbar ist, also ich kenne die Studie aus Finnland, wo sie es probiert haben, da haben sie es ja, glaube ich, eher abgebrochen, deswegen die Umsetzbarkeit, weiß ich nicht, ob das so machbar ist. In Zukunft wird es halt eh einfach so sein, dass wir weniger Arbeitsplätze haben und deswegen fände ich, ist ein bedingungsloses Grundeinkommen halt eine gute Idee, um im Prinzip auch die Identitäten von Menschen zu schützen und damit die halt nicht so am Rande von der Gesellschaft stehen. Also ich finde es schon sinnvoll, dass jeder so ein Grundeinkommen hat, zur Verfügung hat, um gut leben zu können. Aber ob das umsetzbar ist, das glaube ich nicht. Ich denke, dass das umsetzbar wäre, aber es ist halt ein relativ großer Schritt. Und ich weiß nicht, ob das jetzt so passieren wird in der nächsten Zeit. Irgendwie.